Hallo. Hallo. Ja, geht. Herzlich willkommen bei Nito Immobility. Heute zu einem neuen Video. Custom Video? Hashtag Schrauberwerkstatt. Hashtag Schrauberwerkstatt. Hier liegt so ein paar Werkzeuge. Was wollen wir denn damit überhaupt machen? Wir haben hier so einen komischen Schlauch. Ja, so ein Schlauch. Drainage. Und hier irgendwie so ein orangenes Plastikteil. Und zwar, ich habe ja schon viel ambiente Beleuchtung in meinem Auto nachgerüstet. Und jetzt möchte ich nämlich meinen Himmel beleuchten. Quasi außen lang bis die Einstiege, hier. Den Einstieg, genau, den Einstieg beleuchten. Von hier also, oben, von innen. Es soll alles leuchten in dem Fahrzeug. Richtig. Und da wollen wir jetzt euch mitnehmen und einfach mal zeigen, weil wir sind auch eigentlich nur Hobbyschrauber. Eigentlich ja. Haben sowas noch nicht gemacht, aber wir haben den Spatel. Richtig. Und da kann nichts mit passieren. Und zur Not Heißkleber. Ist ja alles nur... Ja, Heißkleber müssen wir auch noch was reparieren nachher. Plaste. Also. Er ist wirklich erst mal. Von daher, als erstes haben wir Spaß. Den brauchen wir. Spaß haben wir, genau. Schlauch. Den gibt es übrigens bei Amazon. Verlinke ich euch unten in der Infobox. Dann ein Spatel. Ja, den haben wir einfach aus einem großen China-Laden. Auch bei Amazon. Kann man alles überall kaufen. Gut, den Seitenschneider, um was abzuschneiden. Aber der macht doch mal die Türen auf und zeigt doch mal, was wir überhaupt hier so... Ich komme mit diesem System nicht klar. Oh, wie sieht das denn da drin aus? Wo ist denn die Rückbank? Ja, was haben wir denn jetzt vor? Wir wollen hier den Lichtschlauch langlegen. Hier rum. Und erst einmal bis hier enden lassen. Nico, womit starten wir? Jetzt erstmal zu der Frage, woher bekommen wir den Strom? Ich habe ja CarPlay in meinem Auto verbaut und dort habe ich auch einen USB-Anschluss. Von daher habe ich mir einfach eine USB-Verlängerung hier unter die Leiste, das ist das weiße Kabel gelegt, einmal drunter durch, dieses Teil abmontiert, machen wir gleich auf der anderen Seite. Und hier kommt das USB-Kabel an. Das wird natürlich alles noch wieder ordentlich verlegt. Da mache ich einen USB-Splitter ran, da ich hier hinten auch noch eine Beleuchtung habe. Die seht ihr gleich unter der Rückbank. Erster Arbeitsschritt, die Leiste muss ab. Das ist eine Scheißarbeit, die wieder ranzumachen. Aber wir machen es jetzt. Die Klipse lösen sich. Erstmal, das hört sich immer an. Aber das hört sich aber gefährlich an. Ja, das hört sich echt brutal an. Aber ist das nicht auch traurig, dass alles irgendwie nur so geklipst ist? Du kaufst hier ein Auto für sehr, sehr, sehr viel Geld. Ja, muss man überlegen. Ne? 47.000 hat er mal neu gekostet. Ja. Ich habe ihn ja gebraucht gekauft, aber... Das nennt man Clip und Collect. Zack. So. Leiste ist ab. Das ging ja noch, aber ranmachen ist ein anderes Thema. Und was wir jetzt vorhaben, wir werden jetzt von hier die Leitung hier reinziehen, hier hinter verlegen. Und dann hier drin nachher verstecken. Da ist dann die Verbindung zum Schlauch. Und dann gehen wir hier rum. Also, auf geht's. So nächster Arbeitsschritt. Was hast du jetzt vor? Und zwar muss ich einmal dieses Ding hier lösen, um das Kabel wirklich sauber zu verstauen. Dazu habe ich mir jetzt einfach einen Schlitzschraubenzieher genommen. Und hier oben ist so ein Pinökel. Ach, einfach so ein Nopsi. Genau, so ein Nopsi. Den muss man einmal lösen. So, raus mit dem Ding. Nächster Arbeitsschritt ist das Kabel, also das Leuchtkabel, hier einmal unterzufummeln. Dazu gibt es hier unter ein Loch. Und dann können wir das ganz sauber hier verlegen. Dann gehe ich da noch mal bei. So, jetzt haben wir hier irgendwo, da, sieh, oh, es leuchtet blau. Was kann es? So, erstmal so ganz grob. Ganz einfach darüber. So, ne? Dann haben wir hier noch ein bisschen, was wir da stauen können. Fertig. Das war der erste Schritt. Nee, war nicht der erste. Warum? Der dritte. Ach, der dritte, ja, ja. Jetzt geht's los, die Arbeit. Ey, blind wie ein Maulwurf. Mach mal hier ein bisschen Spot an. Ich weiß jetzt, viele sagen, oh, geht doch viel einfacher. Ja, das hoffen wir ja, dass ihr uns einen Tipp schreibt, damit wir das Ganze nochmal abmachen und nochmal neu machen. Doch einfach mal in unsere Community. Wir haben ja viele i3-Fahrer. Habt ihr schon irgendwie Beleuchtung nachgerüstet oder denkt ihr mal drüber nach? Ach, das gefällt mir aber hier. Also das ist wirklich eine schöne Sache. So, wir haben es tatsächlich geschafft. Wir haben jetzt die Zuleitung hier durchgefummelt. Hier ist so ein kleines, ich habe da erst gedacht, das ist ein Fach für eine 9-Volt-Batterie. Nein. Hier haben wir eine Notentriegelung
für die vordere? Ist das für die vordere? Ja, ich glaube, Haube? Es ist für die vordere Frunkhaube. Also, wir wissen es nicht. Für den vorderen Kofferraum. Und jetzt werden wir das Ganze hier so ein bisschen verstecken. So. Ja, und dann kommt die Klappe da wieder vor, ne? Unser 9-Volt-Fach. Fertig. Wunderbar. Und wenn es dann ja schön dunkel ist, das guckst du dir heute Abend mal an. Jetzt würde ich sagen, kommt der schwierigste Teil. Die Leiste muss rauf. So, und was ab ist, muss auch wieder ran. Hier hinten haben wir die Leiste. Hier gibt es einmal die Penökel, die ziehe ich einmal raus. So, dann ziehen wir jetzt einmal die Clips hier raus. Zack. Der kommt einmal hier unten wieder ran. Den nehmen wir auch noch einmal raus. Und den schieben wir hier oben wieder rein. Zack. Jetzt nehmen wir das ganze Ding. Der muss einmal wieder rausgucken. Zack. Da. Zack. Und einmal. Na, hier. Jetzt. Klack. Klack. Jetzt ist er wieder den dran. Da oben wieder reindrücken. Den wieder ran. Zack. Fertig. Und jetzt sitzt das Ding wieder bombenfest. Tada! Originalzustand. Und jetzt. Ja, Nico. Oh Mann, jetzt Leute. Hau mal richtig einen raus. Wo ist denn die Leiste? Obwohl, wenn du die Leiste auf beiden Seiten fehlen lässt, dann ist es wieder synchron, dann können wir es machen. Eigentlich können wir es auch so lassen. Ja, ich würde es so lassen. Mein Gott, ob da nun so eine komische Leiste dran ist oder nicht. Ne? Aber du hast doch diese Leiste schon mal demontiert auf der anderen Seite. Ja, richtig. Wie hast du sie denn da wieder montiert? Ich weiß es nicht. Das ist ja das Problem, das ist schon ein Jahr her oder so. Und wen haben wir denn da? So, die Klipse. Wackelt doch nicht so. Die Klipse sind wieder drin. Ja. Und jetzt? Man sieht immer an den Punkten, wo die Klipse sitzen müssen. Also genau dazwischen. Okay. Fiel mir gerade auch erst auf. Ich bin ehrlich. So. Vollprofi. Ich hasse es. Ich muss sagen, das ist ja schwieriger wie alles andere. Ach so, du klippst den seitlich ran und dann drückst du ihn von oben rein. Ich glaube, so haben wir das gemacht. Oh. Hä? Wie geil. Fertig. So einfach war das. Leute. Geh mal da komplett aus dem Weg. Fertig. Ja, fertig. Also, die Verlegung ist abgeschlossen. Jetzt geht's da weiter. So, Leute, ich bin jetzt gerade dabei, meine hintere Beleuchtung quasi wieder neu ranzumachen. Ich habe mich jetzt mal hier bei Fastnet schön untergestellt, denn heute hat es überall geregnet. Deswegen habe ich mir hier gedacht, ich stelle mich mal hier hin und habe mir jetzt hier mit meinem wunderbaren 12-Volt-Adapter quasi auf eine normale 220 oder 230 Volt Steckdose die Heißklebepistole angeschlossen und werde jetzt erstmal meine hintere Beleuchtung wieder festkleben. Das ist so ein bisschen das Problem. Die hat sich gelöst. So, meine Freunde, jetzt geht's hier im Auto weiter. Also, ja, sieht noch ziemlich wüst aus, aber das Ganze werden wir jetzt beheben. Ich war gerade übrigens noch bei Mediamarkt und habe mir einen USB-Hub gekauft, weil das Problem war, ich hatte ja ein USB-Kabel hier nach hinten, brauchte aber zwei Sachen, um halt was zu verbinden. Das heißt, ich habe mir jetzt einfach so einen Hub gekauft, zack, der löst das Ganze dann in zwei auf. Und von daher ist das Problem dann auch gelöst. Ich bin echt gespannt auf das Ergebnis. It's all about humanity.